Schönen guten Nachmittag, späten Nachmittag, wie es ist. Danke, dass ihr hier seid. Ich möchte ganz kurz am Anfang was dazu sagen, wie es überhaupt zu diesem Talk gekommen ist. Es war folgendermaßen, wir haben vor vielen Wochen das Pre-Talks mal eingerichtet und ich habe dann getestet, ob es auch tatsächlich funktioniert. Und habe einen Test durchgeführt und war dann ein bisschen erstaunt darüber, dass mein Talk angenommen wurde. Allerdings hat es dann so was wie eine moralische Verpflichtung, auch tatsächlich was zu tun dafür. Und deswegen hoffe ich, dass ihr ein bisschen Zeit mitgebracht habt, damit wir uns die nächsten Punkte so anschauen können. Einerseits geht es einmal darum, womit beschäftigt sich die Stickerforschung überhaupt? Also was sind denn hier so die zentralen Themen? Dann, wie vielleicht auch in den letzten Wochen in den Medien gelesen, Panini-Psychologie und so, ist das jetzt wirklich nur ein Hype oder is it here to stay? Wir haben natürlich auch sowas wie AI und Blockchain und vor allem, was sich jetzt ergeben hat, ist ja das mit den Upload-Filtern. Also da war ja gestern am Abend am Dach noch eine große Diskussion darüber, ob man nicht vielleicht sowas wie einen staatlichen Server braucht, gegen den man alles filtern kann. Also hier sind einige Dinge in Arbeit. Weiters natürlich die Vorratssticker-Speicherung, ganz ein wichtiges Thema. Und damit es für alle was gibt, eben Takeaways und hoffentlich Fragen und Antworten. Also mein Ziel ist eigentlich, dass ihr mit anderen Fragen rausgeht, als ihr reingekommen seid. Das wäre irgendwie so das Ziel dazu. Beginnen wir doch einmal damit, worüber reden wir überhaupt? Ne? Und ich habe mir da jetzt eine fragwürdige Quelle, aber mal eine, die man zitieren kann, herausgenommen. Ein Aufkleber ist üblicherweise ein Druckerzeugnis aus Papier oder Kunststoff, das auf einer Seite bedruckt, auf der anderen Seite mit einer Selbstklebefläche ausgestattet ist. In der üblichen Form erfreuen sich Aufkleber besonderer Beliebtheit bei Kindern. Das wäre mal so quasi die Basisdefinition, von der aus wir starten. Die Frage ist nur, von welchem Wort aus starten wir überhaupt? Es gibt in Österreich einen Schriftsteller, Karl Kraus, der gegenüber den anderen deutschsprachigen Regionen mal meinte, das, was uns trennt, ist die gemeinsame Sprache. Und jetzt war auch im Vorfeld schon ein bisschen die Diskussion darüber, sprechen wir über Sticker, sprechen wir über Pickerl, sprechen wir über Aufkleber, sind Label und Etiketten nicht eigentlich verwandt? Die Frage ist, welche Synonyme es dafür gibt. Was mich immer interessieren würde, jetzt so rein aus dem Bauch herausgeschossen, wer würde denn Sticker sagen? Hand hoch. Oh yeah. Das scheint eine Mehrheit. Gegenprobe, Pickerl. Oh, es gibt zweisprachige. Sehr schön. Aufkleber? Auch. Ja, super. Das heißt, wir haben jetzt mal ein bisschen so die Basis geschaffen. Wir wissen, worüber wir reden. Ups. Es gibt dann natürlich auch die Semantiker unter den Pickerl-Produzenten. Das ist von einem Herrn aus Berlin, der hat ein Bierlabel gemacht, auf dem steht nur drauf Bier. Auf dem Kasten steht drauf Kasten. Und auf dem steht halt drauf Aufkleber. Und ich kann euch garantieren, er geht wirklich schlecht ab. Also sollte jemand von euch sowas mit haben, bitte nicht im Haus hier affischieren. Deswegen auch ein ganz kurzer Exkurs in eine neue Wissenschaft und da müssen sich die Institute erst so herausgliedern. Variante A, die wir alle kennen, gutes Papier und guter Kleber. So hätten wir das ja eigentlich gerne. Gutes Papier und mieser Kleber. Das da. Und dann haben wir noch das mit dem dünnen Papier und dem Superkleber. Da gibt es also Spezialisten, die hier Sticker herstellen, die überhaupt nie wieder abgehen, egal von welchem Untergrund. Die Variante D, hitzebeständige Metallfolie und Kleber, sollte man auch eher aufpassen. Und die allerletzte Variante ist hoffentlich nicht mehr vertreten, gab es aber früher tatsächlich in den 80er Jahren, wo Menschen Aufkleber mit politischen Botschaften so affischiert hatten, dass quasi sie eine Rasierklinge an die Wand gehalten haben und das Pickerl drauf. Also immer noch ein wenig Vorsicht mit gegnerischen Botschaften. Wir machen das nicht, aber die anderen haben das sehr gerne gemacht. Und ja, Ende des Exkurses gehen wir es einmal drei nach durch. Die Frage ist ja, woher kommen überhaupt Sticker? Also die ersten historischen Belege kommen vermutlich aus China, aber wir konzentrieren uns jetzt einmal auf Mitteleuropa und hier auf
unseren Sprachraum. Und ich habe da versucht, ein wenig herauszufinden, wo hier tatsächlich der Ursprung lag. Und wir haben das also im breiten Forum diskutiert und es gab drei Möglichkeiten, nun auch, weil wir im Moment drei Länder sind. Die österreichische Monarchie zeichnet sich durch Gemütlichkeit und Bequemlichkeit aus. Die Frage war, vermutlich können wir nicht irgendwas machen, dass wir schon um 10 Uhr auf Mittagspause gehen. Das heißt, bevor man das jetzt alles einzeln beschriftet, haben wir nicht die Möglichkeit, unsere Botschaften anders unters Volk zu bringen. Wäre eine Variante. Die zweite Variante ist halt eher unserer nördlichen Nachbarn Dokumentation. Also wer sich schon jemals einmal mit der Datenschutzgrundverordnung beschäftigt hat oder anderen Dingen weiß, Dokumentation ist ein zentrales Element. Und die dritte Variante ist, und ich schätze die Schweiz sehr und weil ja auch länger dort ist, das gehört so. Machen wir jetzt so. Gut, dann ist es so. Und es war nicht möglich, hier wirklich ein genaues Datum oder auch nur ein Jahrhundert festzustellen. Denn zumindest im 19. Jahrhundert gab es sowas wie Etikettierung bereits. Und auch im 18. Jahrhundert haben das Museen schon verwendet, zwar mit selbstbeschrifteten Dingen und mit Leim. Aber es ist wirklich nicht klar, woher das tatsächlich kommt. Scheint aber so zu sein, dass seit etwa 200, 250 Jahren tatsächlich solche Dinge eingesetzt werden, um Dinge rasch und schnell zu beschriften und vor allem, um Information über Zeit und Raum zu transportieren. Und deswegen sind wir ja hier. Und was wirklich gut sein kann, ist, dass das sich alles parallel entwickelt hat und sich dann der heutige Zustand einfach organisch ergeben hat. Das hier, finde ich, ist eine sehr schöne Mischform. Was erkennen wir? Eigentum. Also das muss ein Rechtssystem sein, wo wir zwischen Besitz und Eigentum unterscheiden. In dem Fall Eigentum des Volkes, wer Besitzer ist, wissen wir nicht. Das Volk, das Volk hier, das könnten auch verschiedene sein. Und was mich ja daran so fasziniert, ist Inventarnummer und ein Label zum Beschriften. Jetzt auch wenn Österreich ein kleines Land ist, mit 8 Millionen Einwohnern. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, alle Gegenstände, die zum Staat Österreich gehören, in das Feld hineinzukriegen. Aber eine Aufgabe für einen längeren Abend mit 2, 3 Bier oder Junk wäre, sich eine Nomenklatur zu überlegen. Wie geht man denn das überhaupt an? Beginne ich mit einer geografischen Ordnung? Machen wir das vertikal? Wie tun wir? Oder, wissen wir ja auch nicht, wir können es ja frei beschriften, vielleicht sind es ja auch Piktogramme. Wir wissen es nicht genau. Jedenfalls interessant ist, ich habe keine Kleber mit Inventarnummern gefunden dazu. Also ich weiß nicht, wie die Nomenklatur ging, aber ich bin fasziniert darüber, dass es in der DDR offensichtlich möglich war, innerhalb dieses doch begrenzten Rahmens alles unterzubringen, was man so braucht, um die Dinge wiederzufinden. Ja, das ist ein Zitat, das ich sehr gern mag. Das menschliche Handeln wird nicht nur durch das Recht, sondern auch die Systeme selbst bestimmt und beschränkt. An dieser Stelle spreche ich normalerweise über Privacy by Design, das heißt, wie funktioniert Softwareentwicklung und solche Dinge. Ein einfaches Beispiel ist, wir können diesen Raum durch die Türen verlassen und wenn wir etwas mutiger sind, vielleicht auch durchs Fenster und dann ist aus. Aber genauso ist es ja auch mit dem Code, den wir schreiben, beziehungsweise auch mit den Pickern, die wir ausgeben. Deswegen dieses Beispiel vom letzten Kongress. Also, wie gehen wir mit Systemen um? Wie gehen die Systeme mit uns um? Ist das tatsächlich so gewesen? Deswegen ein Exkurs. Handtücher oder Hände trocknen? Es ist unglaublich wichtig. Also jetzt muss man. Wir haben Handtücher aus unterschiedlichen Materialien. Wir können die Hände trocknen, wie wir wollen. Und angeblich sind Papierhandtücher das, was wir aus hygienischen Gründen wollen. Und warum sage ich das? Weil ich einen Exkurs zum Exkurs habe. 100% der Touchscreens bei McDonald's haben Dinge drauf, die wir nicht auf unseren Fingern haben wollen. Okay? Also, sollte das nächste Mal dort irgendetwas bestellen, ersuche ich zwischen Bestellung und Konsumation den Waschraum aufzusuchen und eben, ja, da wollen wir zuerst, hopp, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Da gehen wir her. Und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Hände waschen kann was. So, weil wir vorhin auf die regionalen Unterschiedlichkeiten eingegangen sind, hier einmal zum Vergleich der österreichische Weg.
Der österreichische Weg ist durch die Verkleinerungsform geprägt, vor allem im Osten des Landes. Wir haben ein Pickerl, das ist die Vignette für die Autobahn. Wir haben ein Pickerl, das ist die Prüfplakette fürs Auto, also dort, wo man zum TÜV muss und das wieder überprüfen muss. Wir haben ein Parkpickerl in Wien, das heißt tatsächlich so. Also die haben wunderschöne Worte wie Parkraumbewirtschaftung und ganz lange zusammenhängende Substantive, aber das Ding heißt offiziell Parkpickerl, dass man wo stehen darf. Die vierte Variante, die mit dem Scheißpickerl, ältere werden sich vielleicht noch erinnern, es gab so Anfang der 70er eine Ölkrise. Und in Österreich wurde daraufhin beschlossen, dass sämtliche Privatfahrzeuge einen Tag die Woche stehen müssen. Und jeder musste sich auf sein Auto ein Pickerl mit einem Wochentag draufpicken und an dem Tag durfte er nicht fahren. Auch eine Variante, damit umzugehen. Ja, und dann gibt es natürlich noch das Pickerl mit dem Landeskennzeichen. Ein Kollege aus Amerika hat einen ähnlichen Vortrag schon mal gehalten, allerdings ein Übersetzungsfehler, das sollte Pickerl heißen, nicht Chicken. Kennt jemand den Originalvortrag? Also wenn ihr ihn noch nicht kennt, Doug Zonker, kann ich sehr empfehlen, Chicken Chicken bei YouTube einzugeben. Eigentlich geht es um Pickerl, aber das ist uns in der Übersetzung verloren gegangen. Es zeigt die entweder zeitliche oder räumliche Verteilung von Pickerl. Der deutsche Weg. Ja, ich muss jetzt nichts über Bär sagen, oder? Siemens oder Hochtief als Generalunternehmer haben sich bewährt. Ich meine, wir können Popcorn essen, zusehen und die anderen haben die Arbeit. Wir hätten Günther Oettinger immer gerne als Kommissar, vor allem wenn er Englisch spricht. Und ja, gemeinsam mit dem Axel Voss in einem Raum, da hätten wir dann vielleicht noch Überlegungen, was wir damit anstellen können. Aus dem Widerstand wächst die Kraft. Dadurch, dass es in Deutschland so viele Menschen auf der Seite von Oettinger Voss gibt, gibt es aber auch eine ganze Menge andere. Es gibt eine wirklich aktive Szene und ich habe mich vorhin noch, mit den anderen unterhalten, sollen wir sagen, mit breiter Unterstützung oder mit Unterstützung der breiten Bevölkerung, weil das hat ja unterschiedliche Bedeutungen. Wir haben uns dann auf die Version 2 geeinigt und als Beispiel nehme ich jetzt einmal Fußball. Leben. Der Schweizer Weg. Mischt euch nicht in fremde Händel ein. Das ist eine Prinzipsache, dass man sagt, man soll den Zaun nicht so weit machen. Etwas, womit die Schweiz in den letzten paar hundert Jahren ganz gut gefahren ist, zumindest für sich selber. Stickerproduktion weitgehend auf neutralem Papier. Wir können es nicht zu 100% sagen, aber meistens neutral. Und es gibt einen geeigneten Untergrund. Auch dies ist wiederum mehrdeutig zu verstehen, denn wie gesagt, ich mag die Schweiz sehr, sehr gerne. Einer für alle, alle für einen, das Motto. Aber es wird halt je nach Kanton ein bisschen anders ausgelegt. Das Bild für die Schweiz, ich denke, one ring to rule them all. Jedes Mal, wenn Sie das Ding einschalten, gehe ich auf cern.ch und schaue, ob der Webserver noch da ist. Weil wenn er weg ist, haben wir ein Problem. Solange er da ist, ist alles in Ordnung. Die ökonomische Entwicklung, auch etwas. Ich meine, unsere kapitalistische, sonstige Ordnung, wie auch immer wir sie bezeichnen, orientiert sich stark am Gewinn und nicht nur an der Normerfüllung. Unterschied, Organisation, Behörde, Profitmaximierung, Normerfüllung. Steht normalerweise einander gegenüber. Auch hier wiederum auf die Wikipedia zu verweisen, es gibt auch Aufkleber mit politischen Motiven. Und sie werden oft auf Punkkonzerten verkauft. Ich habe mir nicht angetan, mir den Editor rauszusuchen. Ich habe es einfach nur mal so stehen gelassen. Was interessant ist, es gibt ja nicht nur die Tauschbörsen für die Menschen, die wirklich nach Sachen suchen, sondern es gibt auch tatsächlich verkaufbare Dinge darunter. Und wie heute Nachmittag, kurz bevor das Ding abgestürzt ist und meine ganze Präsentation weg war, gesagt hat, es sind 2515 Anzeigen. Und um sich eben den ökonomischen Wert auszurechnen, fast nichts ist zu verschenken. Das sind nicht viele. Kann man das lesen, die Zahlen daneben? Super. Die meisten sind bis 9 Euro, aber ein großer Block ist 10 bis 260 Euro. Das bewegt sich wirklich im Umfang 150, 200 Euro. Und interessant fand ich natürlich auch den letzten Teil, also wer zahlt 2000 Euro für ein Pickerl? Come on, hey, there's money in it.
Follow the money. Und hier ergibt sich natürlich die Frage, wie sehen wir uns selber auch alle in diesem Zusammenhang? Das heißt, es gibt natürlich verschiedene psychologische Typen, wir kennen das alles. Also da gibt es unterschiedlichste Einteilungen, je nach Schule, Richtung und so weiter. Ich bin bei einer etwas älteren Schule gelandet, Jäger und Sammler. Und da gibt es jetzt einerseits die Person, will von allen Stackern ein Belegexemplar. Ich denke, die kennen wir, das sind die, die irgendwo vorbeigehen, anschauen, sich eins nehmen, passt. Dann gibt es diejenigen, die, jo, will ich haben, klebt es auf den eigenen oder auf einen anderen Laptop. Das ist die Schiene. Also auf den eigenen Laptop ist prinzipiell okay, auf den anderen ist auch okay, bitte wenn, dann hinten. So, wir haben in der Zwischenzeit auch Touchscreens. Und dann gibt es die Menschen, die nehmen von allen zwei. Das ist mir wirklich aufgefallen, eben beim 35C3. Ich war lange, lange Stunden am Infotest dort und wir haben fast 3 Tage durchgehend Menschen angestellt gehabt, neben dem Infodesk, die sich nur die Pickerl anschauen wollten, die es dort gab. Und da gab es dann ein Schild, hinten hat es einer gehalten, das Ende ist nah. Und die Leute sind durchgehend angestanden. Und da gibt es diese Sorte, die sagt, ja, ich nehme immer zwei. Also, weiß ich nicht, eins für mich, eins für den anderen. Das fand ich interessant, kann man beobachten. Ja, zum Beispiel, ne? oder eines für die Sammlung und eines für woanders. Dann gibt es die, überlegt lange und nimmt dann die ganze Stickerbox mit. Das hatten wir letztes Jahr auf der Privacy Week. Interessanterweise war plötzlich die ganze Box verschwunden. Also wir suchen bis heute danach, wer es hat. Also muss ein ganzes Auto rundherum beklebt haben, vermutlich ein Autobus. Dann gibt es die Menschen, die diese Sticker nicht nur jagen, sondern auch sammeln. Also Erwerb und Besitz, wir hatten das schon. Und klebt die auch nirgendwo hin. Also da sind wir bei den Belegexemplaren. Und die allerletzte Version, die kennen wir von früher aus der Verwandtschaft, das wollte ich dir noch zeigen. Ne? Also die unter uns noch wissen, was Dias sind. Wenn man beim Nachbarn eingeladen wird, den Campingurlaub auf Mallorca oder wo auch immer, das wollte ich dir noch zeigen, das wollte ich dir noch zeigen. Je nachdem, wie gut man selber drauf ist oder noch was eingesteckt hat, kann das gut gehen oder auch nicht. Und da nähern wir uns eh schon dem Thema Dokumentation. Ist auch für uns in Österreich ein wichtiges Thema. Wie gehen wir damit um? Wir sind ja auch Jäger und Sammler. Und da ist eben die Frage, brauche ich das physische Belegexemplar? Will ich das tatsächlich aufbewahren? Oder gibt es die Möglichkeit, einfach nur zu dokumentieren, dass es dieses Sujet gab? Manchmal reden wir über Dinge, die wir gesehen haben und erzählen sie einfach weiter. Und manchmal brauchen wir aber dieses Ritual, dass das Ding tatsächlich in der Hand liegt und dass ich tatsächlich was tun kann damit. Und da hat vor schon einiger Zeit jemand ein Buch über Sticker geschrieben, das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. Und da geht es ganz stark um das Thema Verlust. Also auch wiederum Österreich, Sigmund Freud, Verlust, Ängste, Kontrolle. Brauchen wir diese Originale? Oder, was überhaupt lustig ist, wenn ich die Druckvorlage habe, dann habe ich ja ein digitales Original. Dieses ist in Nullen und Einsen identisch mit dem, was ich weitermähle, an die Druckerei schicke, bei mir auf der Festplatte ablege. Wir haben digitale Originale, die völlig verlustfrei sind. Das ist ein ganz anderes Konzept, als man das früher bei Stickern hatte. Und wenn wir jetzt schon diese verlustfreien Kopien haben, wo lagen wir sie dann? Ne? Und das Letzte hier, kein Scherz, ich habe in Österreich bei einer größeren Versicherung gearbeitet und Versicherungen und Banken haben einfach bestimmte Vorschriften, um Sachen abzulegen. Und bei uns war zumindest bis vor 10 Jahren die Microfiche-Abteilung noch eine große. Und das bedeutet aber, wenn sämtlicher Schriftverkehr dort aufbewahrt werden muss, dass man Dutzende Microfiche hat, auf denen ausgedruckte E-Mails drauf sind. Das hat so ein bisschen was von Medienkannibalismus. Ich kriege ein E-Mail, ich drucke es aus, ich speichere es am Mikrofisch. Dann vernichte ich das ausgedruckte Mail. Okay. Zweiter Part. Wie gehen wir denn überhaupt damit um? Also wenn man jetzt einmal von Anfang an so vor einem großen Haufen sitzt, denkt man sich, wie kann ich das überhaupt sortieren?
Und je nachdem, welche Typen wir sind, können wir anders mit anderen Zugängen besser Sachen finden. Man kennt es vielleicht von Menschen, die ihre Schallplatten, CD-Sammlung nach Größe sortieren. Dann gibt es welche, die haben Genres, dann gibt es welche, die haben Farben. Hier in dem Fall würde sich zum Beispiel chronologisch oder antichronologisch anbieten. Das heißt also, so wie man das mit den geologischen Schichten hat, vom 35 C3 runter bis zum, weiß ich nicht, 28, 17, 4, je nachdem, wo man halt noch Dokumente hat. Bedingung ist allerdings, dass man aus der Schachtel nie wieder was rausnimmt. Das verfliegt sonst. Also die Ordnung geht quasi nur einmal. Nach Farbe. Sticker haben ja schon auch irgendwo den Anspruch, gesehen werden zu wollen. Sonst würde man es ja nicht machen. Und da gibt es halt manche, die sind besonders auffällig. Rot, grün, blau, wie auch immer. Eine Möglichkeit. Nach der Form. Wie vielleicht auch draußen schon am Infotest gesehen, in der Zwischenzeit gibt es sehr viele hexagonale Sticker. Die Runden haben sich nicht wirklich bewährt da hinten. Dann ist man irgendwie auf rechteckige, quadratische Sachen umgestiegen und der neue geile Scheiß ist halt Hexagon zu machen. Also Benzolringe, Klarsichthüllen. Klarsichthüllen sind super. Also man kann diese Dinge natürlich auch einzeln jeweils in Klarsichthüllen geben. Die Frage ist nur, wie finde ich die dann wieder? Und dann gibt es tatsächlich Menschen, die verwenden Post-its dazu. Das heißt, ich habe dann Post-its, die auf den Klarsichthüllen drauf sind, damit ich mir irgendwie ein Register baue. Und eine spannende Frage, von der ich auch noch gern Feedback vom Publikum hätte, sind Post-its Sticker? Gehört das zu der großen Familie dazu? Also Thumbs up oder Thumbs up? Wer sagt, dass Post-its Sticker sind? Okay. Gegenprobe. Post-its sind keine Sticker. Okay. Dritte Gegenprobe, Enthaltungen. Gut. Also ich denke, hier war das Feedback relativ klar. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen sind der Ansicht, dass Post-its keine Sticker sind. Das ist faszinierend. Also wir werden uns da im nächsten Jahr damit beschäftigen und vielleicht auf der nächsten Easter Egg darauf eingehen. Wenn du ein... Ja? Okay, vielleicht bin ich jetzt, ja, also Post-its sind ja recht praktisch. Sie sind einfach Klebenotizen, die man auch anderen Leuten am Bildschirm picken kann oder so. Ich habe jetzt sehr stark auch in die Richtung Pixel Art gedacht. Also ich habe einfach 4000 Stück Post-its und ich mache da am Fenster ein Bild. Ist ja auch eine Variante, die einzusetzen, aber es stimmt natürlich, danke. Genau so, ja. Also die Frage ist ja, was steht, Post-its sind dann quasi One-Time-Pads. Um jetzt hier in diesem Jargon zu bleiben, das wären dann One-Time-Sticker, die nie wieder reproduzierbar sind. Lass uns darüber nach. Wir sehen uns nachher, oder? Ja, das heißt also, zur wissenschaftlichen Definition Sticker gehört, die Rückfläche muss komplett kleben. Okay. Das ist vernünftig, also zumindest ein Prozentsatz, ja. Wo die Post-its dann rausfallen. Vielen Dank an 3M. Andere Variante wäre zum Beispiel ein Briefmarkenalbum anzulegen. Also es gibt ja Briefmarkenalben, die haben so aufgeklebte Dinge, wo man dann Sachen einstecken kann. Die Frage ist, gibt es einen Katalog für Sticker? Möchte jemand das als Open-Source-Projekt? Nein? Die sechste Variante wäre dann, so wie bei mir zu Hause, ich sammle die Dinge ein, ich freue mich, ich gebe sie in einen Sackerl und dann finde ich es nach 2 Jahren wieder. Spätestens beim nächsten Umzug fragt man sich, soll ich sie jetzt mitnehmen? Und ganz ehrlich, die Pickerl habe ich bis jetzt noch immer übersiedelt. Und ich bin letztes Jahr alleine 3-mal übersiedelt. Habe sie immer mitgenommen. Ich weiß aber nicht, in welchem Karton sie sind. Was können wir also als Fazit mitnehmen? Also wir haben ja über Ökonomie gesprochen, vielleicht jetzt auch noch ein paar so Begriffe aus dem Marketing. Man muss die Sticker dort abholen, wo sie sind.
Die strategische Stickerreserve in der Schweiz hat gute Gründe. Gell? Also da hätte ich einiges, was man noch dazu sagen kann. Die Open Sticker Foundation, habe ich mir überlegt, wir brauchen eigentlich eh nur Deutschland, Österreich und das assoziierte Mitglied der Schweiz, dann kann man Forschungsmittel ansuchen. Also wenn jemand im Anschluss an den Talk Interesse daran hat, mir ist das nicht so blöd, dort was einzureichen. Wichtig ist, für uns alle, für jeden und jede, die da herinnen sitzen, gibt es einen passenden Sticker. Und wenn du ihn noch nicht gefunden hast, such weiter. Lass ihn dir schenken, schau, was es da draußen noch gibt. Seid super zueinander. Ich glaube, das ist es. Danke. Danke. Ich war so nervös vorher. Es ist nicht so oft, dass ich so nervös bin, aber heute schon. Kann ich Fragen beantworten? Ist es okay, wenn wir es quasi in der Reihenfolge raufmachen, sonst wird es mit dem Mikrofon schwierig. Was mit Briefmarken? Ah. Wir hatten in der Basisdefinition selbstklebende Rückseite. Und in der Zwischenzeit gibt es ja Briefmarken, die selbstklebend sind. Also ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, ob dort noch Briefe und Postkarten verschickt werden, aber ab und an gibt es das bei uns auch noch. Und das heißt, per Definition sind das Sticker, ja? Doch, würde ich auch dort subsumieren. Vielleicht eine eigene Postgruppe machen. Warum hast du keine Sticker im Notebook? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch mit dieser Frage auseinandergesetzt und habe dann gedacht, irgendjemand würde sich sicher bevorzugt oder nicht bevorzugt fühlen. Und ganz ehrlich, es ist mein Arbeitslaptop. Ich muss da ich hatte mal Troll drauf und ich hatte andere Sachen. Vor allem mein Liebling, der drauf war, das kannst du schon so machen, aber dann brauche ich eine Risikoübernahme. Ich bin Datenschutzbeauftragter, möchte ich dazu sagen. Und es hat sich dann aber nicht so gut ergeben im Gespräch. Ich habe dann wieder alle runtergenommen. Ganz ehrlich, warum? Weil ich dann mehr Zeit damit gebraucht habe, die Sachen zu erklären oder wegzudiskutieren, die draufstehen. Und deswegen neutrale Projektionsfläche. Hallo? Kannst du noch mal zu der Folie zurück, wo du die Methoden... Kannst du ins Mikro sprechen? Entschuldige. Hallo? Oh, ja, super. Kannst du noch mal zu den zwei Folien zurück? Ja, schaffe ich das? Eins, zwei. Ja, dort? Genau. Ich wollte noch kurz sagen, wir verwenden zurzeit eine Mischform aus vielen dieser Methoden. Also wir verwenden tatsächlich so Einsätze, wie du sie brauchst, um Fotos aufzubewahren. Und dann machen wir quasi die Sticker rein und das kommt dann ein wenig darauf an, was. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, die Event-Stickers, die kannst du gut chronologisch ordnen, so in einem Ordner mit diesen Sachen. Ja. Und dann aber Betriebssystem-Sticker, die gehen besser alphabetisch. Okay. Wir machen jeweils separate Ordner für die separaten quasi Gruppen, die wir so sortieren. Okay. Das hat sich auch recht gut bewährt. Es ist ein wenig viel Aufwand, wenn neue Sticker dazukommen, aber um Sticker zu finden, ist es wirklich spitze. Und dieses System hat sich in Jahrzehnten quasi eingespielt, dass man das, ich sage jetzt mal, thematisch gruppiert, die Basisgruppierung, also die Domänen. Ne? Okay, das heißt Betriebssysteme, Events und was habt ihr noch? Wir machen das erst seit kurzem so. Die anderen Gruppen sind sich noch so am Ergeben, was da kommt. Okay. Wir sind da noch nicht so ganz sicher, was sich gut gruppieren lässt. Also wir sind auch noch sehr froh um Input in dieser Angelegenheit. Mhm. Ich werde mal sehen, ob das Institut für paradoxe Intervention noch Budget hat und vielleicht für eine Exkursion, damit wir hier unsere Ergebnisse austauschen können. Vielen Dank. Wunderbar. Also ein Beispiel aus der Praxis, wie man das machen kann. Daraus können wir lernen. Danke. Ich habe mich während des Vortrags daran erinnert, dass wir als Kinder Stickeralben hatten, ja, die so aus Wachspapier waren, wo die Sticker dann auch wieder runtergegangen sind. Und dann konnte man die viel besser tauschen. Aber ist das nicht eine Perversion, das Stickergedanken eigentlich? Was ist die Perversion, dass es wieder runtergeht? Ja. Okay. Ja.
Weil dann ist es ja ein Auf- und Abkleber eigentlich. Eventuell wurde das von einer Sustainability Group entwickelt, von der wir noch nichts wissen, also aus dem Gedanken der Nachhaltigkeit heraus. Ehrlich gesagt, meiner Erinnerung nach, und ich hatte doch auch einige so Fußball und whatever, Disney, Entschuldigung für die Werbung, also Cartoons, sind die nicht mehr rausgegangen. Die waren extra so, also die Aufkleber runterkriegen ging nicht. Wir haben das immer getauscht, solange sie noch nicht geklebt hatten. Es gab so neutrale Sticker. Ah, ja. Verstehe. Mit weißen Seiten. Das war extra ein okay. Papier, das wieder runtergeht. Ja. Genau. Okay. Jetzt fällt es mir ein, meine Kinder haben auch solche Sachen, das sind so Bastelbücher quasi, wo verschiedene Dinge drinnen sind und da kann man auch die Sticker hin und her geben. Noch eine Untergruppe. Verdammt. Okay, also ich werde nachher in mich gehen und eine größere Klassifikation einmal aufbauen. Danke. Ja, bitte. Danke für den Relais. Ist es irgendwie bekannt, ob es irgendwie in einem Bereich irgendeine Forschung oder sowas gibt, dass ich mal endlich meine GIF-Animation als Sticker bekomme? Also es gibt vermutlich verschiedene Möglichkeiten dazu. Also vielen Dank für die Frage. Die eine Variante ist, kriegen wir animierte Sticker. Die andere Frage ist, kriegen wir zum Beispiel Sticker, die nicht alle sehen? Oder die nur Maschinen gelesen werden können. Und ich denke, da wird also die Forschung in den nächsten Jahren noch einiges zeigen. Wir kennen ja in der Zwischenzeit sogar Sachen, die zum Beispiel nur von automatisierten Lesegeräten übernommen werden. Aber war da jetzt ein bestimmter konkreter Hintergrund, ein bestimmtes Bild, das animiert werden soll? Da war eine Wortmeldung, dass es die schon gibt? Ah, okay. Also es gibt einerseits die Bilder, die so ein bisschen erhöht sind, wo Flüssigkeit drin ist und die Augen herumschwimmen zum Beispiel. Ja, genau. Mit Kippeffekt, die so eine leicht dreieckige Oberfläche haben und je nachdem, Hologramme gab es ja auch schon einmal. Hat sich das wieder abgeschafft? Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das mit dem 3D. Ja. Aber das geht so ein bisschen auf die Scharniere von dem Laptop, wenn ich dann ständig das Ding bewegen muss, damit die Leute das sehen. Ja, das könnte auch sein. Ja. Vielleicht doch mit dem Tablet und so. Okay, ich habe eigentlich zwei Fragen. Und zwar basierend darauf, ich habe einen kleinen Halbbruder und der klebt sehr gerne Sticker auf Papier. Mhm. Und deswegen die erste Frage, gibt es Forschung in die Richtung von dem Suchtverhalten im Kontext von Stickern? Mhm. Und die zweite Frage, mir ist das mal aufgefallen, offenbar gibt es dreidimensionale Sticker, also Sticker mit Erhebungen, die nicht vollkommen flach sind. Zählt das mit der strengen Definition noch als Sticker oder ist das schon... was anderes, was anders klassifiziert werden müsste. Ja, also vielen, vielen herzlichen Dank für die Frage. Zum Punkt 1, ja, wir hatten es versucht, im neuen ICD-10 unterzubringen, dass wir auch die Stickersucht quasi irgendwo dort unterbringen können, aber sie haben uns ja sogar den Österreich-Bezug rausgestrichen. Und wenn man sich einmal anschaut, wer da den Teil F der ICD-10, also den mit den psychischen Erkrankungen schreibt, das sind alles Behavioristen. Ich meine, was erwarten wir uns von denen? Die glauben, dass wir eine Blackbox sind, wo man was draufpicken kann. Und wir sind dort leider nicht durchgedrungen, dass das tatsächlich als krankheitswürdig definiert wurde. Kann sich natürlich im privaten Umfeld dann es nachteilig erweisen, weil die Krankenkasse dann die Lösungsmittel für die Pickel nicht zahlt, wenn die überall... wir versuchen, dass wir es auf Krankenschein kriegen können, aber noch nicht. Beantwortet das die Frage? Die erste schon, ja. Die zweite. Ah, was war die zweite Frage? Ob Sticker, die nicht vollkommen flach sind. Ah, die 3D-Sticker, ja. Prinzipiellerweise
müssten die unter eine erweiterte Sticker-Definition fallen. Nämlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, die sind zumindest 100%ig Klebefläche auf der Rückseite, erfüllen also mal einen Teil. Und so wie ich die Definition aufgefasst habe, beziehungsweise wie sie derzeit geschrieben ist, heißt es nicht, dass sämtliche Parameter immer zu 100% erfüllt werden müssen. Das müsste man dann, könnte man zum Beispiel dann danach auch in seinen Karteikästen oder anderen Dingen sortieren. Also 100% Fläche hinten, Post-it, 3D. Bei 3D-Sachen ist es schwierig, sie im Briefmarkenalbum aufzubewahren. Ja, könnten wir. Also jetzt gehen wir aber schon ein bisschen ins Politische, oder? Also das ist. Aber ja, das lasse ich mal so gelten. Danke. Wie ist das mit Augmented Reality? Kann man da vielleicht was machen? So, ich stelle mir vor, ein schöner Sticker, wenn man mit seinem Smartphone drauf geht, wird dann so ein schöner Dickbutt angezeigt, ja, auf dem Smartphone. Also da gibt es zwei Sachen dazu. Bei Dingen, die real existieren, also analogen Sachen, ist es total schwer nachzuweisen, wie viele Menschen es gesehen haben. Bei den digitalen Dingen ist es wiederum die Schwierigkeit nachzuweisen, dass es vernichtet wurde. Das können ja Kopien bestehen. Also das ist das eine. Und bezüglich der Augmented Reality, ob jetzt ein Handy draufschauen kann, die Frage ist, sieht es dann mehr als wir? Weil so ein Sensor kann ja auch in anderen Bereichen, Infrarot zum Beispiel, etwas sehen, was wir nicht sehen können. Die Frage ist, was ist dann die Wirklichkeit? Also zählt es dann, in welcher Kategorie von Stickern könnte man das einsortieren? Und wenn ich mich nicht täusche, hat, glaube ich, Google eine neue Tochterfirma, die sich eben mit den Stickern und der 3D-Aufdrucksache auseinandersetzt. Und wir hoffen, dass sie es jetzt nicht mit Boston Dynamics kombinieren. Ja, gotta stick them all. Sind Filzgleiter eigentlich Sticker? Sind Filzgleiter? Filzgleiter. Das, was man unten am Sessel drauf gibt. Genau. Per Definition ja. Aber sie transportieren wenig Informationen. Wir haben ja zuerst darüber gesprochen, mit einer der Intentionen, warum wir das tun, ist, wir wollen uns ja mitteilen oder wir wollen gesehen werden oder sowas. Stick, also Filz teilt mir jetzt nicht so viel mit, was ich dem anderen weitersagen könnte. Das ist irgendwie ziemlich interpretationselastisch, glaube ich, heißt das. Eine Frage in der letzten Reihe? Ist das mit Absicht gemacht, dass sich Sticker kann man nicht entfernen? Oder so, wenn ich Post-it nicht als Sticker nehme, als Definition, dann die anderen Sticker kann man gar nicht entfernen. Die sind immer. Ist das mit Absicht gemacht? Ich gehe mal davon aus, dass wie so viele Dinge im Leben das nicht Absicht war, sondern einfach entstanden ist. Kennt jemand zufällig die Geschichte, wie die Post-its entstanden sind? Ja. Das war ein okay, in Kurzfassung, jemand, der wollte etwas entwickeln, was ein besonders starker Klebstoff ist. Es hat aber nicht funktioniert, sondern ist immer wieder abgegangen. Deswegen hat er, weil er Organist war in der Kirche, einfach Zettel damit bestrichen und sich so seine Notizen gemacht. Und 10 Jahre später oder sowas dann an 3M erst wieder verkauft. Da ist man dann draufgekommen, oh, ist ganz praktisch. Ist aber, wie gesagt, wenn wir eine Definition der Sticker aufnehmen, dass sie Informationen transportieren sollen, als One-Time-Pad mindestens, dann sind unbeschriftete Post-its, glaube ich, jetzt doch keine Sticker. Ist meine derzeitige Meinung. Also Post-it ist Fehler eigentlich beim Sticker. Das habe ich nicht verstanden, bitte nochmal. Post-it sind Fehler beim Sticker. So. Ja, das ist... Das war mit der Absicht gemacht, dass die festhalten. Mhm. Und das hat nicht geklappt. Ja,
Und ja, aber die anderen Sticker, die sind... Ja. Aber ich sehe, dass das ein emotionales Thema ist, ob die Sticker wieder abgehen oder nicht. Die Frage kam ja öfters und vielleicht wäre das eines der Dinge, wo wir um Forschungsmittel bei der Regionalförderung der EU ansuchen könnten. Also als Entwicklungsgebiet 1 Burgenland in Österreich würde sich anbieten, zum Beispiel. Kann man sicher was machen. Danke. Was ist der Fall mit selbstklebender E-Ink? Es sind selbstklebende E-Ink? E-Papier. Okay. Also so wie das Display hier zum Beispiel. Okay. Schaue ich mir nachher gerne an. Muss ich gestehen, kannte ich noch nicht. Also wie wir sehen, ja, jeden Tag Neues in der Stickerforschung. Wir schauen uns das gerne gemeinsam nachher an. Vielen, vielen Dank. Wunderbar, dass ihr hier seid. Ich wünsche euch einen tollen Abend noch.